herzlich willkommen zu einer weiteren XXXXXL-Folge. Farmfolge. Löschhügelland. Löschhügelland. So, hä? Hab doch hier. Ach so. Okay. Ich bin natürlich auch mit dabei. Hallo. Jo, der T-Shirt ist natürlich auch mit am Start. Und ich bin jetzt hier schon mal mit Johnny da. Und du bist wo? Dreschen. Genau, du drischst jetzt. Ich fahre schon mal ein bisschen Stroh zusammen. Werd ein bisschen gucken, ob wir das ins Silo kippen können. Das weiß ich noch nicht. Und wenn es nicht geht, dann wird man es auf jeden Fall verkaufen erstmal. Weil eine Scheune haben wir nicht. Und für die Kühe können wir ja natürlich am Ende noch einiges aufheben. Ja, wir kriegen hier eh genug raus. Eben. Ja, ich glaube, der Anhänger ist, wenn ich oben bin, schon voll. Und ich werde gleichzeitig auch den Abfahrer machen. Heißt, wenn Tiger Farm voll ist, ruft er den Abfahrer. Also nicht RP-technisch voll, sondern Drescher voll. Ja, man kennt ihn. Den Hans-Peter schon. Ja. Diese Sattel. Kennt man. So. Das ist eigentlich mittlerweile so mein Merkmal geworden. Im RP, ja? Mhm. Der trinkende Landmaschinenhändler. Trinkend? Ja, saufend. Alkohol. Also saugend. Schlimmer als ein Schwein. Oh, ich bin voll. Ich hab's nicht mal hochgeschafft. Also? Alter. Und ich bin bei 63%. Ist gut, dass du das sagst. Du hängst bei mir in der Luft. Das kann schon mal passieren. Auf dem Drescher. Also da stand vorhin der Drescher. Das ist ein LS-Bug. So, ich komm an hier, Dust. Na dann, beeil dich mal. Ich denke, der Vorteil ist, dass der Fendt halt wirklich dann 10 km/h auch nochmal schneller ist wie der Johnny. Also gleich 80%. Lol. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was? Wir haben hier Unkraut drauf. Mhm. Unkraut ist schon eine ganz nervige Sache hier im LS19. Das gefällt mir gar nicht. Ja, weißt du, wie lange das dauert, das zu Unkrauten? Zu Unkrauten? Ja. Zu spritzen. Unkraut spritzen. Zu spritzen, ja, meine ich ja. Ja, wobei, da kannst du eine große Feldspritze nehmen. So ein Selbstfahrer mit 40 Meter Arbeitsbreite. Ja, 50. Gibt's da einen mit so mit? So ja, viel? Die Hardy, die große. Okay. Da hat, glaube ich, 48 Meter. Ja, dann sieht es schon ein bisschen besser aus. Da oben steht jetzt schon dir. Weiter kam ich nicht. Ach ja. Ist schon bitter. Es ist echt bitter. Ja, bin leer. Gut. Den Motor auszumachen hast du vergessen. Ja. Nur so als Tipp. Sparfuchs. Normalerweise wende ich das nicht. Da wirklich sitzt ein Leck. Junge. Oh, weißt du, wie das Escape-Menü betreut? Warte mal, ich muss mal gucken. Stroh. 100 Euro bei Heizwerke. Heizwerke? Heizwerk. Ja. Heizwerk. Nur ich bin jetzt schon wieder 12% voll. Heizwerk ist wo? Auf der Karte. Nein. Doch. Okay. Ups. Ja, du musst eigentlich genau geradeaus, wenn man von oben guckt. Naja, ich muss nur von oben gucken. Mach mal die große Minimap aus. Auf.
Ja, ich hab schon. Also. Okay. Oh, da musst du so zickzack fahren, ey, nicht wahr? Da gibt's halt keinen direkten Weg hin. Ja. Vielleicht kann ich. Noch weiter weg als der Hof. Ja. Dann gucke ich erstmal, ob es in den Hof reingeht. Vielleicht kann ich aber auch dann über die 24 irgendwie. Oder hinten bei der 25 vorbei. 26 runter. Hm? Ich gucke erstmal, ob es immer ins Hofsilo geht. Ja, bei der 25, 26 wird kein Weg vorbei. Nicht? Das nur die Wiese. Ach, schade. Man könnte aber notfalls durch die Wiese fahren. Das wäre aber unrealistisch. Ja. So, ich sehe gerade, dass ich hoffe, dass ich noch genug Speicherplatz für diese Folge habe. Ich habe noch genug. Also, die Folge ist jetzt 6 Minuten alt und schon 8,67 GB groß. Bei mir. Was? Bei mir ist 1,6. Ja, es ist halt Qualität. Hat wahrscheinlich mit den Einstellungen was zu tun. Ja. Und halt mit der Grafikqualität, die du auch im Spiel hast. Wie genau er Sachen darstellen muss. Ja, bei mir ist das nicht so genau. Wie voll bist du? 70. Sag doch was. Sorry. Wenn man das hat ausgeblendet hat. Ich lasse es jetzt an. Du kannst auch immer das Rohr ausgeklappt lassen. Kann ich auch. Dich. Wie schnell schafft das da hoch? 35, 30. Schon 30% voll, ja. Also nächstes abtanken, dann ist der Anhänger, kann ich schon wieder abfahren. Ja, deswegen wollte ich eigentlich so gern Brescher fahren. Ja, 90 bin ich jetzt, also. Tja. Ein pünktlich. Ups. Wie voll bist denn du jetzt? Ganz. Wirklich? Hä? Warst du eben bei 30%? Das war der Ladewagen. Ach so. Neu, ich bin full of Gerste. Full of Gerste. Ups, lenken. Du bist fast da reingerast, das habe ich gesehen. Ja, ich hab nur. Ich sehe alles von hier oben. 1100 Reifeisen, wo ist ein Reifeisen? Auf der Karte, wie gesagt. Ganz oben. Also, ja, auch der Hof ist näher. Ja. Dann liefers. Ich bin mir nicht. Bei der Reifeisen bin ich mir nicht genau sicher, ob das länger ist. Ja, doch. Fahr's erst zum Dings, zum Hof und dann können wir es weiter zur Reifeisen machen. Jo, würde ich auch sagen. Also wir bunkern das erstmal. Dann holen wir uns vielleicht nochmal einen anderen Anhänger, dass wir zu zweit hinfahren können. Also wenn wir das Ganze, die Gerste im Sido haben.
Dass man dann zu zweit mal eine ordentliche Verkaufstour fahren. Oh ja, das wird sehr Geld geben. Und der Preis steigt dir, glaube ich, immer noch. Ja. Aus schon 1132. Ist halt die Frage, wie hoch. Wahrscheinlich so 1,3 oder so. Aber wir haben jetzt schon 90.000 im Silo dann. Dann müsste ich dich vielleicht auch ein bisschen beeilen. Ich bin gleich bei 60%. Ja. Dein scheiß Fan fährt halt nicht schneller. Ja, dein Johnny fährt noch langsamer. Sag da nichts mehr. Wenn du voll bist, springst du in Johnny und fährst das Stroh ab. Nee. Dann tausch mal halt. Nur über meine Leiche. Dann springst du in den Fendt, ist mir wurscht. Nee, ich will ja dreschen. Tja, wenn du voll bist, kannst du nicht mehr dreschen, Junge. Das ist mir bewusst. Na also. Dann muss ich warten. Bin gleich bei 80. Ja, ich habe jetzt gerade den Johnny überholt. Stehe am Stoppschild. Ja, LKW. LKW und dann nochmal so eine Mulde hinten drauf. 90.000 Ladevolumen. Vorwind. Ich will nochmal gucken, ob wir beim Hof noch eine zweite Auffahrt bauen. Haben wir doch. Daneben eine dritte. Ist ja gleich mal rüberkommen, da zeige ich dir, wo ich meine. Vielleicht auch noch 5 neue Einfahrten und Ausfahrten. Nee, eine wäre ganz sinnvoll, weil im Moment müssen wir ja um den Hof rumfahren, um dann bin voll. Einzubiegen. Dann kommen wir zum Hof. Moment, ich lade gerade mal ab. Ich wurde gerufen. Hallo? Ah, hallo. Moment. Ich hab schon einen Screenshot für die Folge. Ich nicht. Warte. Oh, bitte nicht überfahren. Puh, das war knapp. Ja. Hättest mir so ein Schmerzensgeld zahlen müssen. Für das Silo. Ja, da vorne, ne? Ja, hier irgendwo. So. Hier ja. So quer. Das wäre ganz sinnvoll. Ich kann nicht rückwärts fahren. Dann mach doch was ich eben gesagt habe mit der Vorwärts-Rückwärtsschalter. Geht nicht. Ich kann die nicht. Steig ein! Steig auf. So, jetzt. Guck, genau so wäre eine gute Straße. Ja, nur das ist minimal mal ein Problem, dass hier so eine steile Kante ist. Ja, Landschaftsbearbeitungstool. Was ist das? So. Eigentlich könntest du den Fender selber zurückfahren, hier. Hallo? Ja, bevor du nichts machst, wir müssen produktiv arbeiten. Gleich 15 Minuten. Wie die Zeit vergeht. So, dann gucke ich mal, ob das Stroh jetzt da reinpasst. So wäre optimal. Oh, man kommt sogar ziemlich gut hoch den Hang. Muss ich schon sagen. Dann bearbeite ich das gleich mal. Du fährst Drescher. Dann fahre ich halt Drescher.
Okay, Stroh geht rein. Nice. Es ist wirklich... warum hast du das Gras nicht abgedeckt? Weil ich mir noch nicht verdichtet habe. Das gärt ja dann nicht. Das ist richtig. Ha. Das hast du so gut bemerkt. Gell? Ja. Schlaues Bürschel. Ein Blitzmerker. Aber sowas war. Ein Blitzmerker. So, und ich guck mal hier rein. Ist nur die Frage, wie weit uns das Gelände hier gehört. Wir müssen wahrscheinlich die Nacht durcharbeiten. Was hast du gesagt? Nix. Okay. I have to concentrate my spirit. Nein, konzentriere mal deinen Spirit. Wir brauchen eigentlich so einen gemoddeten Drescher, der mehr Ladevolumen hat. Das finde ich immer doof. Ich weiß, oder zumindest schneller fährt. Es wäre sinnvoll, aber ich finde es halt doof. Das ist schlecht. Warum? Weil es sonst Ewigkeit dauert. Ja, XL halt. Bis wir einen zweiten Drescher haben, dann geht's ein bisschen schneller. Aber dann haben wir keine Abfahrer. Dann, was ist das andere Problem? Ich hoffe mal, dass ich hier gerade nicht so viel Dummheiten mache. Das hoffe ich auch für dich. Was war Telefon. das? Naja, die Folge ist gleich zu vorbei, dann rufe ich zurück. YouTube geht so. Vor. Nee, es geht nicht darum, aber ich bin ja gerade beschäftigt. So, einen schönen Pingelton hast du aber da. Ja, das ist von irgend so einem Film. Ich hoffe mal, ich krieg deshalb jetzt keinen Strike. Das wäre schlecht. Naja. Aber eigentlich wegen 2-3 Sekunden nicht. Eigentlich nicht. Aber man weiß nie, was YouTube da so anstellt. Ja, so ist es. Die Folge ist ja jetzt quasi zu Ende. Jetzt arbeite doch mal was. Running Gag Number One. Arbeiten. Oh, Licht ging an. So. Richtig schöne Stimmung. Ja, jetzt es sieht schon ziemlich gut aus. Nein, ich mein, auch die Geräusche. Die sind Grillen, glaube ich, was man da hört. Es ist ja nur so eine Nebenhofeinfahrt, von dem her ist die ganz passabel geworden.
Die ist in Ordnung, würde ich sagen. Okay. Gut, dann mache ich hier gerade noch ein bisschen Farbe. Du meinst Weg. Ja, was machen wir denn da? Erde? Ja, mach Erde. Schotter? Ja, Schotter ist noch besser. Oh, das sieht richtig schön aus. Wo die Lichter so beleuchtet sind, die Straßen. Ja, also die Karte kann schon was, würde ich sagen. Würde ich jetzt auch mal so behaupten. Oh, jetzt bin ich voll, jetzt bin ich hochgefahren. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Warte mal. Da ist eine neue Textur mit dabei. Sieht zumindest so aus. Gut, liebe Freunde, dann bedanken wir uns fürs Zu... Wir uns fürs Zuschauen. Ist das richtig? Nein. Nicht? Was denn dann? Wir bedanken uns, wir uns zuschauen. Das war genauso falsch. Ich habe nur wiederholt, was du gesagt hast. Ah ja. Wir bedanken uns, dass ihr zugeschaut habt. Jupp. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da oder alles. Schaut gerne bei dem Tigerfarm 34 vorbei. 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gute Nacht. Tschüss. Ja, jetzt küsst auf. Ja, tschüss.